Galaktische Geschichte 64, die Kranzaufstände. Abgelenkt vom großen Sith-Krieg hatte die Republik die wachsenden Unruhen auf dem Planeten Agasta übersehen. Die vorläufige Gouverneurin Myrika entdeckte die Unabhängigkeit des Kranz-Sektors von der Republik und etablierte den todtätigen Regime. Anschließend überfiel sie nahegelegene Welten und versklavte sie, einschließlich des Planeten Lord. Viele protestierten gegen die Haltung der Republik, die sich weigerte, gegen Alexander vorzugehen. Aber die Republik war einfach nicht in der Position, einen weiteren Krieg anzufangen. Nachdem gerade erst die Bruderschaft der Sith zerschlagen wurde, selbst als die Republik sich allmählich wieder erholte, verhinderten die Mandalorianischen Kriege und folgende Auseinandersetzungen für weitere 300 Jahre, dass die Republik ihre Waffen gegen Axonia richtete.